Sepp, was machst du? Ein Wiener Schnitzel, das souffliert. Der Schnee beim Wiener Schnitzel ist das, da sind zwei Eier. Die darf ich auf keinen Fall ganz verrühren. Da muss man das Eiweiß noch drinnen sehen. Dann souffliert es und geht es gut auf. Mehl, natürlich Eier. Und dann auf keinen Fall drücken, sondern nur so. Jetzt legen wir es ein. Ich schwenke die Pfanne, damit das Butterschmalz diese Schnitzi souffliert. Damit schön die Blasen aufgehen. Siehst du, wie sie die Blasen aufgehen? Abtropfen lassen. Musst du es essen? Nein, ich kann nicht alles essen. Schau mal an.